Heute mache ich einen Rundgang um den Padersee. 1970 wurde der See als Hochwasserrückhaltebecken angelegt. Gespeist wird er von den Paderquellen. Das ist die Pader, die nach Schloss Neuhaus fließt und dann in die Lippe. Schwäne, Enten und Tauchhühner sind hier zu Hause. Der Rundweg um den See ist 2,1 Kilometer lang, man geht ca. 30 Minuten. Ein Rundblick über den See. Es sind schön angelegte Wege zum Wandern, Radfahren, Joggen und immer wieder Blick auf den See. Sitzgelegenheiten gibt es auch reichlich. Von dieser Aussichtsplattform sieht man nur unberührte Natur. Ich gehe weiter und komme dann zu einem Abenteuerspielplatz. Und dahinter gleich noch ein Bolzplatz. Sitzgelegenheiten gibt es reichlich und wieder ein Blick auf den See. Genau gegenüber von hier ist jetzt das Padercafé. Das ist mein Ziel. Immer wieder der Blick auf den See. Diesen Bau hat ein Graffiti-Künstler sehr schön hergerichtet. Das sah früher ganz schrecklich aus. Die Pader fließt hier weiter nach Schloss Neuhaus. Über diese Brücke komme ich zum Padercafé. Ich kann auch diesen Weg lang gehen. Da wird der Fluss vom See geteilt. Das ist auch erst vor einigen Jahren fertiggestellt worden. Mein Ziel war das Café. Man kann hier auch schön direkt am Fluss sitzen. Das habe ich mir auch redlich verdient und es schmeckt sehr lecker. Das war dann auch mein Spaziergang um den Padersee und jetzt noch eine Aussicht von oben auf den Padersee.